Hallo, ich bin Sina. Ich bin Liv. Wir machen unseren Bundesfreiwilligendienst hier und wir nehmen euch jetzt mal ein bisschen mit in unser Theater und zeigen euch, was wir so machen. Genau, also hier ist unser Foyer, da ist der Kassenraum. Hier verkaufen wir Karten für unsere Vorstellungen und auch für unsere Gastspiele. Außerdem haben wir hier an den Wänden alle Leute, die jemals in einer Kunstproduktion mitgewirkt haben, auf eine Polaroid gedruckt. Und darunter sieht man dann immer, bei welchen Produktionen die Person mitgemacht hat. Hier geht's weiter zum Saal. Das ist unser Technikraum, der ist nicht besonders interessant, aber der Saal dafür umso mehr. Das Gebäude unseres Theaters wurde schon im 17. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Heute spricht man vom ältesten Kino Süddeutschlands. 1913 wurde hier ein Kino eröffnet und es entstand das heutige Erscheinungsbild. Im Projektionsraum ist die komplette damalige Projektionstechnik bis heute erhalten. Die alten Projektoren von damals funktionieren sogar, stehen aber unter Denkmalschutz und dürfen deswegen nicht von ihrem Ursprungsort entfernt werden. Leider bekommen sie so die wenigsten Menschen zu sehen. Der Saal wurde von 2005 bis 2017 restauriert und unter anderem diese Fassade freigelegt, die wie der Saal mit charakteristischen Formen des Neoklassizismus gekennzeichnet ist. Der Verein Schauspiel Kunstdruck ist nach den Renovierungen hier eingezogen und nutzt den Raum seitdem, um viele Projekte umzusetzen. In den 10 Jahren von Schauspiel Kunstdruck wurden insgesamt 33 Produktionen verwirklicht. Neben unseren Eigenproduktionen zeigen wir auch regelmäßig Gastspiele. Das Kunstdruck Zentraltheater setzt sich aktiv für Inklusion ein. Neben unseren Bemühungen, den Saal mit Leitlinien möglichst barrierearm zu gestalten, gibt es in unserem Programmheft ein Symbolsystem, welches alle Vorstellungen, die für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen geeignet sind, kennzeichnet. Das Kunstdruck Zentraltheater ist ein freies, inklusives und junges Theater und feiert nächsten Januar, also im Januar 2023, seinen 5. Geburtstag. Außerdem feiert der Verein Schauspiel Kunstdruck da seinen 11. Geburtstag. 11. können wir nicht sagen. Wir machen 10., das schneiden wir raus. Okay, außerdem feiert der Verein Schauspiel Kunstdruck im Januar seinen 10. Geburtstag. Hallo, ich bin Philipp Falser und ich bin der Intendant hier vom Kunstdruck Zentraltheater. Und... Ja, wir gehen jetzt ins Büro. Kommt mal mit. Ja, hier arbeiten wir. Also wir haben auch Schreibtische. Aber die Sofas sind viel bequemer. Die sind super bequem hier. Es ist wirklich sehr angenehm, hier zu arbeiten. Genau. Wir die gar nicht. Okay, ja, ich fange mal an. Ich bin Philipp Falser und ich bin der Intendant hier vom Kunstdruck Zentraltheater. Das bedeutet, dass ich hier auf der einen Seite die schützende Hand über das Theater halte, wenn es darum geht, Fördermittel zu verteidigen. Das heißt auch, dass ich hier hin und wieder eigene Projekte auf die Bühne bringe und gesamtverantwortlich bin dafür, dass das Theater ein junges, ein inklusives und ein Theater für diese Stadt bleibt. Ja, also zu unseren Büroaufgaben gehört zum Beispiel Pressemitteilung verfassen oder Newsletter schreiben, ganz viele E-Mails beantworten, sich mit den Gastspielen und Vermietungen Abstimmen. Genau. Oder auch mal Texte kürzen zum Beispiel und auch aufräumen. Also das ist jetzt wirklich nicht notwendig. Ja, zu unseren Aufgaben gehören, also außerhalb des Büros, so Sachen wie Plakate vorbereiten und plakatieren, Bühnenbild vorbereiten, so teilweise auch ein Bild ausdenken, Requisiten kaufen, Kostüme kaufen und ausleihen, insgesamt ziemlich viel einkaufen auch. Die ganzen Sachen kümmern, wegräumen, mithelfen einzuleuchten, das heißt die ganzen Scheinwerfer auf die richtigen Sachen leuchten lassen, positionieren, genau. Und bei Veranstaltungen selber
sind wir dann meistens als, als Bar, als Technik oder als Kasse oder eben als AL eingeteilt. AL ist Abendspielleitung, das ist dann quasi der Boss für den Abend. Habe ich irgendwas vergessen? Also manchmal kommen halt so unregelmäßige Sachen dazu. Das sind jetzt so die Sachen, die wir wirklich fast jede Woche machen. Aber manchmal müssen wir zum Beispiel Sachen zum Lager bringen. Oder Sina muss wieder einen Beamer holen für manche Vorstellungen. Genau, es gibt immer wieder Sachen zu bekommen. Ja, Müll rausbringen, so Sachen. Ich fällt mir gerade ein, heute ist heute das Plastik, ne? Yes. Gestern war auch Scheiße. Okay. Achtung, Achtung, wir sind den Kippen auch gemacht. Oh, sehr cool. Ich bin schon nach meinem BFD, bin ich ausgebildete Sackkarrenfahrerin. Mir wird dann ein Sackkarrenführerschein noch ausgestellt. Achtung, hinter dir. Wir müssen jetzt nach da. Das ist die Art ihrer Dienstleistungen. Genau. Und es ist mir auch wichtig, dass ich auch so neue Kompetenzen erlerne und dann auch das eben mein zukünftiges Berufsleben. Ja. Ich meine, sowas kann man eigentlich immer brauchen. Egal in welchem Job, irgendwann muss man immer Sachen von A nach B transportieren. Das lernt man ja sehr gut. Ja. Also es ist eigentlich immer schön, hier durch die Innenstadt zu gehen. Lagerlauf. Ja, genau, Lagerlauf. Da sieht man auch mal die Leute, so das Publikum von morgen. Das ist ja quasi auch wie Werbung fürs Theater. Nur, dass wir halt nicht auf der Stirn geschrieben haben, hier sind Theater. Wie wir durch die Innenstadt spazieren. Machen. Also an unserem letzten freien Tag, da waren wir zusammen im Theater. Stimmt. Ja, das war schön. Also nicht hier im Theater. Genau, in einem anderen Theater. Genau, ja. Gucken wir uns auch für andere Sachen als für Theater interessieren? Ja. Natürlich. Ja. Was ist das denn für eine Frage? Ganz viele Sachen, ja. Ach, für was? Ich muss noch kurz los. Naja. Was war die Frage? Anfangs kann es schon erfordernd sein, hier an der Kasse zu sein oder auch Abendkasse zu machen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich eigentlich auch daran gelernt, auch mit den Menschenmassen hier richtig umzugehen. Ja. Die letzte Zeit war natürlich bei uns auch geprägt von Corona. Und wenn ich die letzte Zeit sage, dann meine ich vor allem die Jahre 2020 und 2021. Aber auch jetzt spüren wir natürlich immer noch eine Veränderung zu der Zeit vor Corona. Die Leute halten sich noch zurück, was den Theaterbesuch anbelangt. Glücklicherweise haben wir ein recht junges Publikum. Und das junge Publikum kommt wieder schneller in die Kultureinrichtungen der Stadt zurück. Als Vorsitzender des Netzwerk Kultur in Esslingen weiß ich auch gut über die Gesamtsituation der Esslinger Kultur Bescheid. Und es ist schon so, dass alle Kultureinrichtungen sagen, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir einmal waren. Gleichzeitig gehöre ich zu den Menschen, zu den Kulturschaffenden, die immer wieder betonen, dass es in der Kulturarbeit nicht ausschließlich darum geht, wie viele Menschen uns besuchen, sondern dass es darum geht, was der Besuch mit dem einzelnen Menschen macht. Und da können wir sagen, wir können die Menschen, glaube ich, nach dieser Corona-Zeit noch besser bewegen. Wir können sie noch besser beeindrucken, noch mehr auslösen. Und deswegen bin ich ganz optimistisch, was die Zukunft der Kulturarbeit anbelangt. Seit 2000 Jahren sagt man das Theater tot.
und es ist immer wieder auferstanden, teilweise aus Ruinen, aber es ist auferstanden und das ist das Wesentliche und daran werden wir auch dieses Mal gut anknüpfen. Wir bleiben auf jeden Fall optimistisch und freuen uns, wenn ihr demnächst mal bei uns vorbeischaut. Jetzt aber im Ernst. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, worüber wir sehr dankbar sind, dann schaut euch am besten unser Konzept an. Mehr dazu findet ihr auf www.schauspiel-kunstdruck.de.